Der Taser im Selbstversuch. Alle Muskeln strengen sich gleichzeitig an, vor allem die Rückenmuskeln, der steigt. Und dann kann sich überhaupt nicht mehr bewegen. 50.000 Volt Stromschläge sorgen für einen sehr schmerzhaften Ganzkörperkrampf. Produziert werden die Elektroschocker hier in Scottsdale, Arizona. Bislang etwa 400.000, exportiert in mehr als 40 Länder. Der Firmengründer und CEO der Firma, Rick Smith, glaubt, dass seine Waffen die Welt verbessern. Wir könnten uns zurücklehnen und sagen, ja, wir machen diese Geräte, die Leute mit Elektroschocks lahmlegen. Vor 3 Jahren haben wir aber gemerkt, dass wir etwas anderes machen. Wir bringen Technologie in gefährliche Situationen, um sie weniger gefährlich zu machen. In diesem Sinne zeigt die Firma eine Flut von Gewaltszenen, die alle durch den Einsatz des Tasers glimpflich ausgehen. Glimpflich für den Angreifer und glimpflich für die Polizeibeamte. Dass es auch Todesfälle gegeben hat, ist dem Firmenchef sehr wohl bewusst. In unserem Land werden pro Jahr 35.000 Menschen von Menschen getötet. Jetzt gibt es dieses Gerät, das vornehmlich von Polizisten genutzt wird. Bei diesen Einsätzen starben 35 Menschen. Objektiv gesehen, Außerirdische ohne Vorurteile würden doch sagen, kümmern wir uns doch erstmal um die 35.000. Die Mission, für eine sicherere Welt zu sorgen, endet nicht bei der Staatsgewalt. Für etwa $300 können sich auch Privatpersonen gegen Angreifer wehren. Um die wachsende Nachfrage nach Sicherheit kümmert sich Dana Sheffman auf eine originelle Art. Sie organisiert Taser-Partys, Taser statt Tupper. In einer brenzligen Situation kann ich mich nicht auf meinen Mann verlassen, erst recht nicht auf meinen Hund. Deswegen bietet mir vor allem dieses Gerät wirklich hervorragenden Schutz. Wir wissen ja, was passiert, wenn man mit einem Taser abgeschossen wird. Diese Erfahrung muss auch dieser junge Mann machen. Ein Student, der bei einer Fragestunde des damaligen Präsidentschaftskandidaten John Kerry wagt, unangenehme Fragen zu stellen. Don't tase me, bro! Don't tase me! I didn't do anything! Ow! 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 Conflict occurs. Es gibt halt Konflikte. Das ist der Punkt, wo wir mit den Taser-Gegnern nicht übereinstimmen. Die lehnen Gewalt generell ab. Das sehe ich auch so. Ich teile diese Hoffnung. Aber Hoffnung ist keine Strategie. Die Menschheit hat schon immer gehofft, dass wir weniger gewalttätig sind. Es ist aber nicht so. Dass die Welt nicht nur gut ist, zeigt dieser Fall. Eine 72-Jährige möchte sich nicht von einem Polizisten herumkommandieren lassen und wird mit einem Taser beschossen. Die Großmutter überlebt. Am Flughafen Vancouver wird 2007 ein randalierender Immigrant von der Polizei mit der Elektroschockwaffe niedergestreckt, mit tödlichen Folgen. Früher sind die Leute mit einem Schwert im Gürtel rumgelaufen und haben sich im Konfliktfall gegenseitig den Kopf abgeschlagen. Heute sagen wir, bah, das ist nicht in Ordnung. In 50 oder 100 Jahren werden die Leute über Schusswaffen genauso denken. Bei Star Trek würde Captain Kirk niemals eine Pistole herausholen, um Klingonen niederzuschießen. Das entspricht einfach nicht unserer Zukunftsvision. Frieden schaffen mit futuristischen Waffen. Tatsächlich sinkt die Anzahl von Toten und Verletzten bei Polizeieinsätzen mit dem Taser. Die Option, jemanden lahmzulegen, ohne ihn gleich zu töten oder schwer zu verletzen, senkt aber auch die Hemmschwelle, ihn einzusetzen. Und das sicher nicht nur bei den Guten. Möchtest du noch jemanden?